Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Eberwiebchen in Biersoße anzunehmen bei Wagnar Donalpfoy in Dunmarok an dieser Stelle. Grüße, man sieht sich. So, ich besorge jetzt als erstes die Eberwiebchen. Mal schauen, ob gleich hier was zu finden ist. Schaut mal, hier haben wir Klippeneber. Von diesen gibt es diese Wippchen. Da habe ich schon eins. Es könnte sein, dass ihr die Quest-Item schon habt. Denn diese Wippchen sind kein spezielles Quest-Item. Das heißt, wenn ihr schon zwischendurch Eber getötet habt und gelootet habt, könnte es sein, dass ihr schon diese Wippchen habt. Da habe ich schon 3 von 4. Voilà, da wollte ich hin. Und da vorne ist noch ein Eber. Schaut mal, Questgebiet ist riesengroß. Überall gibt es diese Eber. Hier von 4. Oh, ich bin Stufe 10 geworden. Da kann ich meine normalen Mounts benutzen. Sind halt dabei auch ziemlich langsam. Und jetzt fehlt noch das Rhapsody-Malz. Natürlich zeige ich euch auch, wo es dieses Malz gibt. Rhapsody-Malz. Und zwar müssen wir hier in diese Powerway, Donalpfoy, also quasi das Gasthaus. Hier gibt es einen Gastwirt. Und hier kann man es für 45 Kupfer kaufen. Eins von eins. Also, wie es aussieht, das muss sein, das Kaufen. So, Quest ist abzugeben bei Wagnar Donalpfoy in Dunmarok an dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es noch den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.